Den Wochenspruch für diese Woche aus dem Lukas-Evangelium, den finde ich ganz schön herausfordernd. Jesus sagt da, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und da kommt in mir sofort die Frage auf, bin ich denn geschickt für das Reich Gottes? Schaue ich nicht auch hin und wieder zurück auf das, was hinter mir liegt? Lerne ich nicht aus den Fehlern der Vergangenheit? Und gehe ich nicht gestärkt hervor aus Dingen, die gut gelaufen sind, wo ich Erfolg hatte in der Vergangenheit? Prägt uns nicht das, was hinter uns liegt? Und nehmen wir es nicht immer mit? Jesus sagt diesen Satz zu Männern, die in die Nachfolge Jesus gehen sollen, die aber einige Dinge, die noch nicht erledigt sind, erledigen wollen, bevor sie sich Jesus anschließen. Die meinen, etwas noch nicht abgeschlossen zu haben, noch nicht fertig zu sein mit etwas. Denen ruft Jesus zu, schaut nicht zurück. Das, was war, ist unwichtig. Denn ich bin jetzt hier. Die Zeit mit mir ist das, was wichtig ist. Lasst alles los. Lasst euch auf mich ein. Geht mit mir voran und gestaltet die Zukunft. Sicherlich können wir nicht alles, was gewesen ist, einfach vergessen. Vieles tragen wir mit uns. Und manchmal tut so ein Blick zurück auch gut. Solange dieser Blick zurück uns nicht daran hindert, voranzuschreiten, nach vorne zu gehen, aufzubrechen, zu neuen Aufgaben, zu neuen Ufern. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das, was war, gut mitnehmen können und trotzdem nicht den Blick nach vorne in die Zukunft verlieren. Bleiben Sie behütet.